Ja, moins meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 auf meinem Kanal Matze und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und zwar sind wir unterwegs im Karrieremodus mit Manchester United und ja, Verträge habe ich eigentlich ordentlich verlängert eben. Wir können auch mal versuchen, den Vertrag von Daniel Blind oder wie der heißt zu verlängern, weil das ist der einzige, bei dem es mir misslungen ist, weil ich da einen kleinen Fehler gemacht hatte. Wo ist Blind? Wo ist der Blinde? Da. Verlängerung? Ah, geht immer noch nicht. Achso, mit ihm wurde vor kurzem ein Vertrag ausgehandelt. Ah, also war es doch nicht er? Ah, egal. Ich werde schon noch eine Nachricht bekommen. Ich hätte in diesem Spiel wirklich nicht spielen sollen, Trainer. Ich bin enttäuscht, weil ich jetzt wirklich müde bin und erholt sein hätte können. Achso, er wollte nicht spielen, okay. Okay. Okay, Blind. Blind will auch mal wieder spielen. So, wir werden dann mal gegen Leicester City, werden wir da ein bisschen durchwechseln. Ist es ein Heimspiel? Nee, ich bin schon wieder Gast, also werde ich das Spiel spielen. Spielen wir das Spiel? Kann ich Sie was fragen, was die kommende Partie angeht? Okay, Blind will spielen und ich werde ihn auch einwechseln. So, dann spielen wir die nächste Partie. Und zwar darf Blind von Beginn an ran. Für Shaw. Und Jones darf ran für Smalling. De Gea ist immer noch nicht wieder fit. Gut, egal. Hä, warum habe ich das in der Taktikvorlage? Ich wollte das nicht in der Taktikvorlage. Ich wollte zum Spiel. Und jetzt muss ich das ändern. Sorry, mein Fehler. Mein Fehler, Bro. So, mein Fehler. So, jetzt ändern wir das mal. So, Blind. Jones darf mal für Smalling. Wir müssen allgemein einigen Spielern mal eine Pause gönnen. Mata kommt hier und dann, falsch. So wollte ich das. Und Rashford kommt dann in die Spitze, auf die Außenbahn. So, können wir noch irgendwas switchen? Irgendein Spieler, der noch was taugt. Trojo darf mal für Bailey. Und Valencia darf für... Young darf für Valencia. So, wir rotieren hier einfach mal komplett munter durch. Pogba kriegt eine Pause. Herrera kommt rein. Und haben wir noch irgendeinen Stürmer hier auf der Außen? Wir haben echt keine Stürmer. Ne? Wir haben alle Plätze, irgendwie 10.000 Positionen hier unten. Aber Stürmer haben wir gar nicht. So, Lindelöf kommt noch für Matic. Und... ja, sonst habe ich hier auch keine guten Spieler mehr. So, so gehen wir es an, Leute. So gehen wir es an. Komplett Rotation. Das kann uns vielleicht ins... damit schneiden wir uns vielleicht ins eigene Fleisch. Vielleicht. Aber egal, wir haben genug Punkte Abstand. In der Tabelle, sodass es alles kein Problem ist. Oh, schlecht. Oh, schlecht. So, weiter geht's. Nein. Da war Martial gerade ungelenkig hoch 10. Ich habe das Gefühl, die Bitches wollten uns gerade auskontern. Und jetzt. Martial. Nein! Lingard, da war hundertprozentig noch ein Block dazwischen. So wunderschön herausgespielt. Und da war irgendwie noch ein Block. Naja, hätte ja klappen können. Schön verteidigt. Schlecht gespielt.
So, Ashley Young, passt auf. So, der nächste Angriff kommt. Nein. Wenn der Ball noch in den Rückraum gekommen wäre, ne? Dann hätten wir so eine Mega-Chance gehabt. Ja, da hast du dir wohl so gedacht, wa? Hui. Gefährlich. War auch nie so gedacht von mir. Ich wollte eigentlich zu dem anderen Spieler spielen. Alter, was mache ich hier eigentlich? Ey, Junge. Jegliche Zuordnung hat da gerade gefehlt. Echt. Oh nein. Wirklich? Du spielst ihn ins Aus, anstatt deinen eigenen Mitspieler anzuspielen? Dein Ernst? Ist halt neu formierte Mannschaft. Nicht nur neu formierte Abwehr, es ist eine komplett neu formierte Mannschaft. Nein! Oh mein Gott, das war so genial und dann doch nicht. Ich hätte... Oh Gott. Diese Ballabnahme da vorne, ne? Ich habe das gar nicht gepeilt. Aber es war quasi schon zu spät. Da habe ich schon den Pass gespielt, den nächsten. So, nächster Angriff. Immerhin mal ein Schuss. Aus der zweiten Reihe. Aus einer Ecke kann ja auch immer was passieren. Nein! Unglaublich, dass er den gehalten hat. Und Blind kommt zu spät. Abseits? Kein Abseits. Vardy ist schnell. Aber meine Abwehr passt auf. Und der Schuss war zum Glück grottenschlecht. Aber mittlerweile müssten wir führen. Wir führen zwar nicht, aber wir müssten. Also Leicester spielt auch schlechter, als ich sie eigentlich erwartet habe. Nein! Du Schiri! Oh Gott, der hat mir eine 100%ige Chance weggenommen. 100 pro. Der Pass kam genial. Der Pass wäre gerade so genial in die Spitze gekommen. Ihr glaubt das gar nicht. Ihr glaubt das gar nicht, wie genial der in die Spitze gekommen wäre. Da hätte ich eine 100%ige Chance gehabt. So, Martial geht raus. Dafür kommt... Alter. Dafür kommt dieser Tommy rein. Und im Sturm wechsle ich Lukaku für Lingard rein. So, alle, hier wird richtig Rotationsmaschine Level 1000, so ungefähr. Also hier komplett Rotation. Ei, pfeift doch nicht, Junge. Und wir brauchen Sieg, ne? Wir brauchen Sieg eigentlich. Das letzte Spiel nämlich schon verkackt. Hatten wir das letzte Spiel verkackt? Unentschieden, oder? Letztes Spiel. So, letztes Spiel war unentschieden. Ey, das wirklich nicht. Wirklich nicht. Was für ein... Der hat den so geschindet. Der hat den so geschindet. Wirklich. Wirklich wahr, Leute. Alter, ich dachte schon, er geht rein. Was für ein Schwachsinn wäre das dann gewesen? Nein, die Flanke wäre genial gekommen.
Scheiße, und er pfeift abseits. Meine Fresse. Warum? Warum so ein Pech? So, Ogasaki wurde ausgewechselt, der eben auch den Freischuss geschunden hat. Oh, da sah meine Abwehr aber gerade überhaupt nicht gut aus. Nein! Oh mein Gott, was für ein krasses Tor von Lukaku. Habt ihr das gesehen, wie er das Tor macht? Oh mein Gott, wie er das Tor macht, ist ja unglaublich. Leute, zieht euch den rein. Hacke. Hackentor. Was für ein Hackentor, Leute. Perfekt. Richtig perfekt, Leute. Da konnte der Torhüter gar nichts machen. Der hat ja nicht mal richtig reagiert. Oh mein Gott, war das ein geiles Tor. So ein krasses Hackentor hatte ich jetzt auch noch nie, ehrlich gesagt, in FIFA. So, und die jungen Wilden fighten hier. McTominay. Fast die nächste 100%, also die nächste krasse Chance für Lukaku. Nein. So, Rashford. Nein, und Lukaku knallt ihn drüber. Oh mein Gott, das ist so das, was mich am meisten, glaube ich, noch an Lukaku sogar stört. Dass er dann auch noch, wenn er die Chancen hat, auch noch viele vergibt. Weil er ist halt so ein richtiger Strafraumstürmer, der eigentlich die Chancen machen muss, wenn er sie hat. Nein! Aber Rashford genauso. Die nächste Mega-Chance und Rashford vergibt. Oh Gott, die nächste Mega-Chance, Leute. Habt ihr das gesehen? OMG. Weißt du, die haben nicht mal eine richtige Chance und das Ding geht rein. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Jamie Vardy. Der sogar unter Bedrängung. Wisst ihr, was ich meine? Unter Bedrängung und trotzdem macht er ihn einfach so rein. Das ist lächerlich. Das ist wieder FIFA. FIFA will mich wieder... Wisst ihr, was ich meine? So, meine kriegen einfach nichts hin. Und seine... Machen einfach alles rein. Guck mal, der wäre auch schon wieder fast drin gewesen. Das ist so lächerlich, Leute. Das ist so lächerlich, wirklich. Was? Leute, mal ganz im Ernst, oder? Wisst ihr, ich rufe sogar extra den Spieler ran. Und mein Spieler kommt und nimmt den Ball nicht an. Habt ihr das gesehen? Er nimmt den Ball nicht an. Er legt ihn quasi hin für Vardy. Und das war's, Leute. Gnadenstoß. Wir verlieren. Wir verlieren gegen Leicester City. Unverdient hoch 10. Und er pfeift mir noch eine Chance ab. Er pfeift mir noch so eine Chance ab. Das wäre noch eine mega gute Chance geworden. Mega unverdient. Was Unverdienteres habe ich lange nicht mehr in FIFA gehabt. Gut, die haben auch 11 Schüsse gehabt, aber die waren halt alles, keine Ahnung, woher die Schüsse kommen. Habe ich nichts von gemerkt. So, Leute, naja, so kann es laufen, Leute. Pennt nie ein, Leute. Bleibt wachsam. Ihr seht, was passieren kann, wenn man am Ende
Na, wobei, ganz ehrlich, das erste Tor konnte ich überhaupt nichts machen. War total unlogisch, dass der überhaupt reingeht. Das zweite Tor, mein Spieler nimmt einfach den Ball nicht an, anstatt ihn anzunehmen, lässt er ihn für Vardy liegen. Ja. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil, haut da rein und bis zur nächsten Folge. Ciao.